Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Elden Ring. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wir sind wieder am Start. Wie versprochen bin ich schon mal zu der Stelle vorgelaufen, in der wir im letzten Part gestorben sind. Das war ein Drop. Und versuchen uns jetzt erstmal die Runen wieder zu holen und dann da den Bergpass entlang zu gehen. Hi. Von hinten kommt ihr also auch. Okay. Die kleinen miesen Ratten. Ich sehe nichts. Eieieiei. Wo warst du? Schreib mich lieber mal. Ja, 137.000 ist schon ein bisschen was. Für was habe ich das jetzt gemacht? Ein Item. Okay. Purpur-Wirbelblasenträne. Hi. Jetzt reicht's aber hier. Purpur-Wirbelblasenträne. Da. Erlittener Schaden wird zur LP. Was? Eine Kristallträne, die langsam im Lauf vieler Zeitalter dort heranwuchs, wo der Segen des Erdenbaums auf den Boden fällt. Kann in einer Flasche der wundersamen Arznei gemischt werden. Das resultierende Gemisch verwandelt erlittenen Schaden in LP-Regeneration. Körperlicher Schaden kann aber nicht umgewandelt werden. Okay. Interessant. Oh, hier kommen wir wieder runter. So, und dann... Da wollte ich noch hin. Dann reiten wir da nochmal schnell hin. Und was da noch ist. Die große Spinne noch sein. Ja. Die ich keinen Bock hatte. Hier ist aber auch nichts weiter. So ein Riesenberg. Und Adamblätter. Wow.
Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal den kleinen Weg da lang, statt dem großen. Wer war hier? Da ist er schon. So, was sagen die Runen denn eigentlich jetzt nochmal? 144. Ach, sorry, da muss ich nochmal zurück. Müssen wir noch ausgeben. So, wir brauchen noch 10.000. Die haben wir easy. Ja, wir kommen dem Ziel näher. Ach Quatsch. So, jetzt aber. Untot voraus. Ich habe meine heilige Klinge, glaube ich, gar nicht mehr. Da brauchen wir unbedingt irgendwann mal wieder eine neue. Mist, jetzt haben wir wieder große Last. Achso, das brauchen wir ja gar nicht mehr. Genau. So. Und so. Müssten wir wieder mittlere Last haben, ne? Ja. Sehr gut. Und wen kann ich denn jetzt hier rufen? Wer ist er? Alexander. Okay. Gucken wir uns jetzt doch nochmal den großen Zugang an. Und hier für eine Wand. Hä, eine Bossmauer? Hä, ich bin doch schon drinne. Darf ich denn das jetzt verstehen? Ach, bloß nicht, dass da ist jetzt der Boss. Das Kleine ist jetzt auch eine Bossmauer. Okay, dann ist das... Oh Gott, dann geht's jetzt hier mit dem Bosskampf los. Toll. Gut, dass ich vorher die Rune ausgegeben habe. Da geht's auch schon los. Hi, Freund. Was kannst du? Okay, der hält ein bisschen was aus. Und er macht auch gut Schaden. Weiter, wie ich nichts sehe.
Okay, wir machen gut Schaden. Irgendwas haben wir ihn gerade abgetrennt. Lol, der hat einen Mund im Bauch. What? Feuerriese, ja. Macht Sinn. Ey, ich komme überhaupt nicht mehr ran. What? Alter. Ah ja, mir passt. Ich weiß gar nicht, wo ich angreifen soll. Da ist er down. First try. Echo des Feuerriesen. 216.000 Runen. Okay, krass. Läuft bei dir. Ganze Area hier nur für den Boss. Ach Mist, ich hätte Alexander holen können, ne? Ach shit. Naja, egal. Na, man hat nicht geholt. Gleich den nächsten Stufenaufstieg. Noch 4 Level. Ob es hier noch irgendwo was gibt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö, nö. Weiter geht's. Aber das war bis jetzt der längste Kampf, den ich hatte. Hat schon gedauert. Aber den hat ja eine richtige zweite Phase gehabt. War schon ewig nicht mehr gehabt. Oder hatten wir das überhaupt schon mal? Also jedenfalls nicht so groß angekündigt mit einer Cutscene. Bei Rykard, ne? Hatten wir das letzte Mal. Jetzt hier hoch oder was? Ach, das war seine Cornflake-Schlüssel dann. Habe ich verstanden.
Schmiede der Riesen. Wow. Da hinten blinkt ein Item. Könnt ihr das erkennen? Da. Ach nee, das ist eine Gnade. Okay, dann laufen wir hier einmal rum. Sache noch eine Gnade. Soll ich jetzt runter oder was? Das war eine Nachricht. Lügner. Da kann ich nicht drüber rüberspringen, oder? Drum. Hier sind wir angekommen. Wir versuchen es. Oh doch. Geht. Aber kein Item hier. Schade. Hä? Was denn da? Kann man da hin? Da wieder einen geheimer Weg. Versuchen wir mal kurz. Nicht so wirklich, ne? Probier da jetzt trotzdem hinzuspringen. Okay. Ist das ein Bug oder was? Bin da voll durchgeflogen gerade. Doch verarsche. Gut, lassen wir das. So, und jetzt muss ich hier runter oder was? Wo machen wir das am besten? Hier? Und auch nicht? Bin ich jetzt so ein bisschen überfordert gerade, wie ich machen soll. Wo ist die Kette? Hier sind wir hochgekommen. Jetzt? Ah, lol. Okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Kann ich vielleicht mit Melina sprechen?
Ja, natürlich, klar. I have long observed the lands between. This world is in dire need of repair and death. Indiscriminate. Are you prepared to commit a cardinal sin? Eine Todsünde. Na ja, komm. Was soll ich jetzt? Weiter geht's nicht. Wir haben alles erkundet. Very well. Let my hand rest upon you. For but a moment. Burn for the sake of the new Lord. Thank you for guiding me here. The one who walks alongside flame shall one day meet the road of destined death. Goodbye. Okay. Ich habe ja gerade eben schon so ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, ne? Wo sind wir denn jetzt? What? Zerfallenes Pharum Azula. Waren wir das schon mal, oder? Okay. Aber leider ist dieser Part schon wieder am Ende. Das heißt, das sehen wir uns erst im nächsten an. Wenn ist der Erdbaum, oder? Ja. Na, noch brennt er nicht so wirklich, ne? Okay, gut. Warum liegt doch schon wieder ein Drache? Dann sage ich erstmal an dieser Stelle recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns in einem der nächsten Videos von Elden Ring wieder. Oder bei einem anderen, wie ihr wollt. Vielen Dank. Haut rein.